So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom PC Building Simulator von der eSport Expansion aus dem neuen Büro, nämlich beim eSport Team Trinity. Ich freue mich da mega drauf. Wir haben eine neue Aufgabe gesucht. Wir haben da oben ein ordentliches Budget und ja, wir gucken mal nach, ob das einfach mit einem steigenden Team einfach nur teurer wird oder ob wir da tatsächlich ein Budget haben, wo wir weniger drauf schauen müssen. Sehr geiles Gimmick. Hier mit dem Goldfisch und der Burg und dem Treasure. Sehr, sehr geil. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal das Rockstrix Fusion 700 nehmen. Und das ist, und das kann ich euch jetzt sagen, das wird auch mein neues Headset, weil wir haben ja jetzt dann das Mischpult und entsprechend ja das Mikrofon und deshalb auch ein neues Headset. Und das wird das sein. Das ist mega, mega, mega geil. Dann werden wir hier TUF Gaming machen oder wir nehmen die Black Widow. Ja, wir nehmen die Black Widow, wir machen hier so ein kleines Razer Trinity und Razer Gedöns. Hier will ich aber trotzdem den Rock Swift nehmen, der gefällt mir richtig gut. Einfach mal schön das Büro einrichten. Ja, dann wollen wir mal gucken, wir haben ja hier schon wieder drei PCs. Das heißt, hier ist jede Menge zu tun. Also, wir haben hier Trinity eSports erstmal das Hallo, Marcia CEO. Ich weiß, dass bei dir wahrscheinlich im Moment viel los ist, aber ich wollte dich wissen lassen, dass wir bald die neue Stelle haben. Das war die alte Mail. FK, wir haben den CLC noch verbaut. Und jetzt geht's los. Unsere dritte und letzte Spielerin ist Void X. Ein Sci-Fi-Fan, der jeden Gast da aus jeder Folge ihrer Lieblingsshow kennt. Wissen, dass sie vielleicht eines Tages als sehr wichtig herausstellt. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass ihr PC bei Soccer die empfohlenen Hardware-Anforderungen erfüllt, damit sie dieses Wochenende für das Spiel bereit ist. Das heißt also, wir müssen bei Void X schon mal schauen, dass sie bei Soccer die empfohlenen Hardware-Anforderungen, die müssen wir machen, das ist okay. Dann haben wir Lil Dude, die zweite Spielerin, ist immer gut drauf, Star und Sonnenschein, aber der Computer ist im Eimer. Und der Ex-EDV-Typ, der war gerade dabei, ihr eine neue Wasserkühlung einzubauen. Ist aber nie fertig geworden. Auf jeden Fall fehlen ein Case-Lifter und ein Kühler. So, das wäre dann also für Lil Dude. Da brauchen wir einen Case-Lifter plus Kühler. Also die Vakü. Und das bringt mich natürlich wieder an meine Spitzen. Und dann haben wir noch Blade Slasher, die mysteriöse und tödliche. Sie hat Probleme mit dem PC, der nicht mal bootet. Und bei Blade Slasher brauchen wir die Diagnose. Und da müssen wir gucken, irgendein Teil ist defekt. Kleiner Rat, komm mir bloß nicht dumm. Die ist eine Adeptin der Klinge, woran sie dich bestimmt noch so manches Mal erinnern wird. Okidoki, wir werden das machen. Das muss in 2 Tagen fertig sein. Und das sogar in 4 Tagen. Das heißt hier OOCT aus, ohne zu drosseln. Das ist noch bei Void. OCCT ohne zu drosseln. Und das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer. So, und wir müssen alle für Soccer bereit kriegen. Genau. Perfekt. Dann haben wir Beatrice Morera. Es ist die Gastgeberin und wir können uns schon auf ein fantastisches Turnier freuen. Du bist mit den besten Empfehlungen zu uns gekommen und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du alles zusammen mit uns erreichen kannst. Schauen wir uns jetzt mal die Teilnehmer an. Die Frage ist, sind die HTML-Codes so gewollt oder sind sie so nicht gewollt? Weil Beatrice Morera soll dann fett geschrieben sein? Ich weiß es nicht. Einfach mal gucken. Und die Teilnehmer haben wir angeschaut und dann das wöchentliche Update. Das Budget auf $8.200 festgelegt. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Wir machen jetzt einfach mal das Ganze für Blade Slasher. Da werden wir mal anfangen. Und wir haben Void. Wir haben Lil Dude. Dann nehmen wir den. Oh, schaut euch mal das Rig an. Sieht sehr, 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 sehr cool aus. Und ja, wir müssen da oben anfangen. Wir nehmen mal die Seitenwände ab und müssen, oh Gott, und müssen schauen, was da nicht funktioniert. Ich will es mal kurz an den Strom anschließen. Aber,
Und wir haben nicht das Tool? Wir haben nicht das Tool? Really? Doch, wir haben es doch. Automatisches Abstandswerkzeug, schnelles Verkabelungswerkzeug. Wir haben die alle. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Aber warum zum Devil müssen wir das dann selber dran machen? Krass, die PSU steckt oben drin. Also wirklich stranges Gehäuse. Der geht nicht mal an. Kann das sein? Kann das sein, dass da einfach die PSU defekt ist? Dass da einfach die Hauptplatine im Eimer ist? Also halt die PSU benutzt. So, wir müssen mal schauen. Wo haben wir denn... Hier ist das Teilelager. Nein, es ist nur benutzt. Also Power King, aber 250? 250 Watt nur? Also wir werden jetzt das Ganze mal deinstallieren und dann schauen wir mal, wo denn der Hund begraben liegt. Ich will das jetzt mal auseinanderbauen und dementsprechend schauen wir mal. Aber 250 ist schon extrem, ne? Also 250 und die Art des Gehäuses, die ist halt wirklich auch strange. Wir haben einen Ryzen 5 Quad-Core. Ich lasse die Platine mal drin. Aber hier sieht es so aus. Wo kann ich denn das immer gucken, welche Teile defekt sind? Irgendwo ging es doch. Benutzt, 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 benutzt. Ich glaube einfach... Oh, das ist halt doch das Board oder die Festplatte. Ja, was anderes haben wir. Da unten ist ein Lüfter drin. Aber das ist schon strange. Also das Gehäuse ist mega strange. Das ist kaputt. Gigabyte AB350M Gaming 3. Das ist ein AM4-Sockel. Und den brauchen wir auf jeden Fall wieder. Und wir brauchen ja bei BladeSlate einfach nur die Diagnose. Das heißt, wir brauchen einen AM4-Sockel. Das ist das Wichtige. Und das werden wir auch machen. So, bis wann muss denn das fertig sein? Bis morgen abschließen. Das heißt also, wir haben... Ich guck mal kurz auf den Kalender. Heute müssen wir nichts abschließen. Und wir warten dann auch. Ich werde es auf jeden Fall mal im Shop bestellen. Eine Hauptplatine mit AM4-Sockel. Das ist ganz wichtig. Und Rockstrix 190. Ich glaube, ich würde auch das Rockstrix nehmen. Asus Prime. Rockstrix. Weil die finde ich eigentlich ganz geil, weil im Prinzip ist es egal. Oder haben wir irgendeine Vorgabe? Nee, ne? Nö. Wir haben PC-Daten, Silverstone und Mortoni. Das ist okay, das ist okay. Wir nehmen das Rock. Ich will jetzt mal kurz gucken. Preis absteigend. Ja, 700. Aurus. Brauchen wir alles nicht. Gigabyte AB Gaming 3, das war halt hier so ein günstiges. Oder sollen wir tatsächlich auch beim günstigen bleiben? Aber jetzt muss ich nochmal beim Gehäuse schauen. Moment. Wir haben das Silverstone RVX01. Weil wir müssen mal gucken, was für ein Mainboard da überhaupt reinkommt. Silverstone... Was haben wir da? RVX01. Wir haben Größe ATX. GPU-Länge 347 mm, das passt. PSU 180. Das ist okay. Und die Lüfter 2x120. Okay, das heißt, wir können ATX-Gehäuse auf jeden Fall. Brauchen aber das AM4. Micro-ATX. Wir haben Micro-ATX. Wir haben auch Micro-ATX. SATX. Aber ich würde tatsächlich...
Maximale RAM-Geschwindigkeit 3,6 MHz. Aber 190 ist halt schon teuer, ne? Wir nehmen... Aber da haben wir nur zwei. Das ist halt... Mir ist es eigentlich zu klein. Weil da kommen bestimmt noch irgendwelche Sachen. Dann heißt sie ja, ich brauche das. Nehmen wir das Tomahawk. Asus Prime X470. Wir nehmen das. Wir nehmen das Prime X470. Dann haben wir das schon mal. Und hier ist ja sowieso noch 2 Tage Zeit. Und hier sind noch 4 Tage Zeit. Da will ich erstmal noch warten, was die sagen. Wir haben ja ansonsten wirklich keine defekten Teile, ne? Das war ja nur die Hauptplatine, die kaputt ist. Ansonsten Mortoni, 30 CFM. Wir haben einen AM4-Sockel, das ist okay. Wir haben hier den AM4-Sockel. Alles andere müsste passen. Das ist eine Radeon mit 8 GB. Zwar nur... Oh, die ist auch kaputt. Die Patriot Scorch, die M2. Okay. Dann brauchen wir noch eine M2. Das Netzteil. Ach, ich würde eigentlich auch, glaube ich, gerne ein neues Netzteil holen. 250 Watt, wirklich? Ja, wir holen ein neues Netzteil. So, wir holen noch ein neues Netzteil und machen da 500 Watt raus. Und holen das Cooler Master Bronze V2 für 55, das ist okay. Nicht modular, da kann man halt nichts. Aber das ist erstmal okay. Und wir brauchen eine Festplatte. Und da hätte ich auch gern die M2. Da gucken wir mal, dass wir eine günstige kriegen. $30, 250, 256 GB. Vielleicht können wir da auch umsteigen auf 500 GB für $80. Wir nehmen die Kingston. Die nehmen wir noch. So, dann haben wir das erste haben wir erledigt. Und dann könnten wir doch diesen Tag auf jeden Fall beenden. Installieren. Da können wir mal reinschauen. Wir schauen da mal rein. Die hat auch so ein crazy Gehäuse. So, der funktioniert nämlich. So, Lädbetriebssystem. Und dann können wir auf jeden Fall mal schauen. Aber wie gesagt, ich finde die Gehäuseart, finde ich mega strange. Wir machen Will It Run drauf. Wir machen jetzt einfach ein paar Sachen dazu. Wir haben ein bisschen mehr Geld. Wir haben $14 verdient. Juhu. Aber hier, ohne SSD, are you sure? Das ist halt echt übel. Also man merkt den Unterschied hier mega. Dann brauchen wir einen Virenscanner, den mache ich immer drauf. Das ist der Standard mittlerweile. GPU-Tuner, hier brauche ich kein OCCT. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall Socca. So, dann starten wir mal neu und dann schauen wir einfach mal. So, mit Beleuchtung ist halt nicht viel. Are you sure? Was ist denn das für ein Rig? Ein Quad-Core Ryzen, das heißt ein AM4-Sockel. Wir brauchen einen Lüfter. Da würde ich sowieso noch... Also bitte, wir brauchen... Jetzt gucken wir erstmal. Da raucht aber ab. Der raucht aber so schnell ab. Wir gucken mal bei Will It Run. Find es halt übel krass. Der hat nicht mal einen Prozessorlüfter. So, dann Socca natürlich. Empfohlene Spezifikation. Wir brauchen den Quad 5 Core. Und das ist... Welches Rig? Von Little Tooth. Und Little Tooth... brauchen einen Kühler und einen Caselifter und die will eine Wasserkühlung. Die will eine Wasserkühlung. Komme ich damit überhaupt hin? Ah, das ist ja so bescheuert.
Also ich hoffe, dass ich die Wasserkühlung hier installieren kann. Oder ich muss die Grafikkarte verrücken, dass wir die vielleicht hier links einbauen, dass wir müssen mal schauen. Aber ansonsten über dem Lüfter, Case-Lüfter, wir holen noch einen Case-Lüfter, 120 mm und den Radiator und die Vakü für AM4. Das ist so krass. Das ist so krass, Leute. Also das ist ein Rig. Das ist unfassbar. Das ist ein Rig, das ist unfassbar. Und wir werden trotzdem den Tag abschließen, werden uns da morgen drum kümmern. Und da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis, den wir kriegen. Auf jeden Fall, Blade Slasher müssen wir beenden dann. Und es kommt keine Zusatz-E-Mail erstmal. Sure. Doch, mein Erzfeind kehrt zurück. Dies ist ein Computer meines Hauptverdächtigen im Hacking-Fall. Mein Erzfeind, Jorge Maldonado. Ich kenne diesen Hund schon seit der Schule. Wir haben zusammen Kampfsport gemacht, bis der aufgegeben hat. Jetzt arbeitet er im Büro. Er war damals schwach und er ist jetzt immer noch schwach. Und ich denke, er beneidet mich noch immer wegen meines Talents. Ich bin zu ihm nach Hause gegangen und ich habe mit seiner Mutter gesprochen. Sie gab mir diesen Computer und fragte, ob ich ihn schneller machen kann. Ha! Ganz klar, ein jämmerlicher Versuch, mich von der Wahrheit abzulenken. Doch darauf falle ich nicht rein. Der Beweis ist auf diesem Computer versteckt, das weiß ich. Ich möchte, dass du ihn nach Malware scannst, damit ich sicher sein kann, bevor ich selbst nach Dateien suche. Ich denke, du solltest außerdem ein Upgrade auf 8 GB RAM zusätzlich machen, damit Maldonados Mutter keinen Verdacht schöpft. Okay, dann brauchen wir Erzfeind-PC. Die will auf 16 GB RAM aufrüsten. Aufrüsten. Malware-Scan. Und dann einfach mal gucken. Wir nehmen das auf jeden Fall an. So, ist auf dem Transportweg. Wir haben 2 Tage Zeit und wir haben jede Menge Nachrichten gekriegt. So, Little Tooth hat natürlich noch eine zusätzliche Sache. Das war die Wasserkühlung. Hey, da hat sich einer über Twitch eingeloggt. Ich schätze mal, das kennen wir schon. Zu schade, dass ich alle meine gespeicherten Clips verloren habe. Aber immerhin habe ich jetzt die Chance, komplett neue aufzunehmen. Glaubst du, du könntest vielleicht einen Ryzen 5 3600X installieren? Okay, das heißt, wir brauchen hier den AMD Ryzen 5 3600X noch dazu. Ist ja auch ein AM4-Sockel, von dem her ist es erstmal überhaupt kein Problem. Und wir sollen das bis morgen machen. Das heißt, wir müssen uns heute um Little Tooth kümmern. Und das heißt, wir müssen uns auch heute mit der Bestellung der Teile beschäftigen. Das heißt, das ist halt hier das Schwere. Da werde ich dran sitzen. Ich will mal den auf jeden Fall starten und will mal schauen, ob wir OCCT ausführen können, ohne zu starten, oder ob es da irgendwelche Problematiken gibt. Wir müssen jedes Mal das Ding ab... Also das finde ich echt strange. Das finde ich echt strange, muss ich wirklich sagen. Aber ich sag ja, dieses Spiel, das ist, es wird immer verrückter, es wird immer schwerer, weil halt, ja, man muss sich's aufschreiben. Und ich schreibe es mir tatsächlich immer auf, denn ja, irgendwann blickt man da nicht mehr durch. So geht's mir zumindest. Und ich habe eigentlich schon alles an dem Rechner getauscht, bis aufs Motherboard. Und ja, ansonsten habe ich wirklich schon alles getauscht, auch von Wasserkühlung auf normale Kühlung. Musste ich ja zwischenzeitlich auch machen. Mein Rig kommt ja noch dazu. Denn mein Gehäuse passt aktuell nicht für Wasserkühlung und die 3090. Die 3090 aufgrund der Länge passt dann eben der Wasserkühler nicht mehr rein. Deshalb gab es dann da noch einen normalen Kühler. Aber es soll über kurz oder lang definitiv wieder eine Wasserkühlung rein. Und ich hätte gern das Gehäuse von ROG, also von Asus ROG. Und ich werde euch das einfach in den nächsten Folgen zeigen. Und jetzt gucken wir mal, hier können wir das Ganze mal installieren und dann mal schauen. Hier, wie gesagt, ist es schwierig. Was haben wir hier für ein Gehäuse? Auch das RVX01 Green, denn dann können wir nämlich... So, Sokka müsste hier laufen eigentlich mit der ganzen Geschichte. Die Mindestanforderung bei Void. Und Void
will aber die empfohlene Hardware. Das heißt, wir brauchen 4 GB RAM. Also plus 2. Und ja, was hat sie denn drin? Was hat sie für einen RAM drin? Mortoni Value Supreme 2 GB, 2133 MHz. Da. Wir können sparen und können sagen, wir machen das. Warte mal, Mortoni. Beim Speicher. Mortoni. 2 GB, also der kostet 20. Dann können wir doch 4, 6, 8. Wenn wir 3 Stück kaufen, hat sie Platz für 4. In der Theorie hat sie Platz für 4 und ich würde die dann sogar auch, die Mortoni, die würde ich dann auch bestellen. Wir bestellen die dreimal. Das heißt, sie hat dann, das passt soweit. Die Frage wird nur sein mit dem OCCT. Da will ich schauen, kriegen wir einen Regenbogen? Nein, dann bleibt es so. Die Frage ist, ohne zu drosseln, die Frage ist, wie kann ich es drosseln? Haben wir die Möglichkeit, läuft das Ding? Eine halbe Minute. Die Temperatur, jetzt geht sie hoch, die CPU-Temperatur. Bleibt aber auf 50 Grad. Die GPU-Temperatur ist auch 50 Grad, das ist völlig okay. Wenn ihr überlegt, meine 3090, die geht als bis hoch 68, 70 Grad in der Regel. Aber so passt das auf jeden Fall. Mit der Hauptplatine, mit dem Ryzen 8 Core. Der 8-Kerner, der 7er. Ist okay. Ist okay. Passt. Und jetzt müsste es doch... Ja, also ohne zu drosseln. Wir haben jetzt dreimal das. Der Mortoni-Kühler reicht aus. Wasserkühlung will sie nicht. Sondern wir brauchen die empfohlene Hardware. Also 4 GB RAM. Und da haben wir noch 3 Tage Zeit. Werden das natürlich mitbestellen. Aber da wird noch was kommen. So. Dann hatten wir hier drüben die Geschichte Diagnose stellen. Wir hatten eine kaputte Hauptplatine, wir hatten einen kaputten RAM. Den haben wir bereits bestellt. Das muss heute fertig sein. Das heißt, wir müssen das mit Sofortlieferung bestellen. Und hier brauchen wir die Wasserkühlung. Wir brauchen noch einen Caselifter und wir brauchen die Wasserkühlung und den Ryzen 5. Das heißt, die will ich heute im Shop gleich mitbestellen. Ryzen 5 3600X, den will sie haben. Das heißt, wir werden ihn auch bestellen. Und dann will ich in den Shop für angepasste Wasserkühlung. Und wir nehmen die Reservoir-Kompatibilität. Und dieses Gehäuse war Silverstone RVX01. Silverstone RVX01. Da gibt es das rote. Da kaufen wir auf jeden Fall den Revo. Wir kaufen die Eisstation Ultra. Das ist nämlich der Behälter. Das ist der Anschluss auf dem Prozessor, glaube ich, oder? Wir brauchen das und wir brauchen die Lüftung. Kann man die... Oh, wo kann ich die Lüftung hier installieren? Ich kann hier die Gehäuseteile rausnehmen. Hier kommt das hier unten. Hier unten könnte ich den Lüfter installieren. Den Gehäuselüfter deinstallieren wir mal. Weil dann habe ich hier unten Platz und hier unten müsste ich dann... Ich will noch mal gucken. Mit dem Silverstone RVX01 Green will ich noch mal im Shop schauen. Silverstone RVX01. Wir haben 2x120, das ist okay. Aber ich hoffe dann auch, dass die... dass die da reinpassen. Prozessorkühlung. Nehmen wir dann lieber mal die 2, oder? Wir nehmen dann lieber mal die 2. Der hat aber schon einen Anschluss. So, jetzt wartet mal. Wir machen jetzt mal hier das weg. Wir haben das ja im Warenkorb. Und
Wir wollen mal eben den Kühler schauen. Wir haben jetzt den CPU-Block. Das müsste der nämlich sein, oder? Den ich da bestellt hatte. Nee, das ist nicht der CPU-Block. Was habe ich denn da? Das ist halt tatsächlich immer das Problem. So, wartet mal. Was haben wir jetzt da drin? AlphaCool Eisstation DC Ultra. Speicherbehälter, Speicherbehälter. Das sind beides Speicherbehälter. Das heißt, ich werde den kleinen nehmen und nicht den großen. Den kann ich dann wegmachen. Wir haben den Speicherbehälter und dann brauchen wir den Kühler. Die haben wir im Besitz. Verbindungsstücke. Kühlmittel haben wir auch. Wir brauchen noch die CPU-Blöcke. Und da brauche ich auf jeden Fall ein AM4 und 70, die gehen hoch bis was? Das ist halt schon krass, nur für den Kühler, ne? Aber wir nehmen den Corsair, wir nehmen den in schwarz. Werden wir den noch dazu nehmen? Das heißt, wir haben den, und jetzt brauchen wir den Kühler. Und da hätte ich gerne... Hätte ich gerne, glaube nur zwei. Da hätte ich gerne den Zweier. Der kostet 320. Da müssen wir ein bisschen... Corsair Hydro. Luftstrom, Größe 240 mm. Das sind dann 120 mal 2. Nehmen wir den noch mit rein. So, das heißt, wir haben... Kühler, CPU-Block plus Flüssigkeit, Rohre und so haben wir. Das heißt, ich kann das bestellen mit selben Tag, selben der Lieferung. Das passt. Dann in den normalen Shop nochmal bestellen, auch mit same der Lieferung. Da haben wir alles mit dabei. Wir haben das, wir haben das, wir haben die RAM, wir haben die Diagnose von Blade Slasher. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und die 16 GB, warte. Für den Erzfeind-PC. Der kommt erst. Okay, den kann ich noch nicht mitbestellen, weil wir den Erzfeind-PC noch nicht haben. Das heißt, das kann ich jetzt auch bestellen. Zack. So, und jetzt gehen wir mal eins nach dem anderen an. Und zwar fange ich hier an. Da müssen wir nämlich nur noch die empfohlenen Spezifikationen reinballern. Da habe ich ja die Speicher geholt. Dann werden wir ihr da ein schönes Upgrade reinballern von 2 GB entsprechend auf 8. So, 6 und 8. So, das ist dann okay. Wir müssen nochmal OCCT ausführen. Aber ich denke auch, das passt. Also es würde mich wundern, wenn der OCCT jetzt mehr zieht. Gut, der RAM. Aber wir haben ja nur die GPU und wir haben die CPU. Die müsste sich auch wieder bei 50 Grad einpendeln. 52, jawohl, das läuft. Das läuft. Wir haben 160 Watt, 170 Watt, 180 Watt Leistungsaufnahme, 200 Watt. 230, 240, 245 Watt. Siehste? 245 Watt Aufnahme. Test haben wir abgeschlossen. Das sieht gut aus. 53 Grad, Soccer läuft auch. Und dann dürfen wir hier, ja, 3 Tage alles abschließen. Aber ich glaube, hier müssen wir noch warten. Unvollständiges Gehäuse. Wir bauen das trotzdem mal zusammen. Der G-Skill 16 GB. Wieso haben wir den Trident? Weil der da vorne ausgebaut wurde. Wir haben nur noch die PC-Teile. Und zwar vorne. Oder hier oben. Und wir haben die Seitenwand. Oh, ich wusste es doch. Erst die Seitenwand. Und dann oben drauf. Also komisches Gehäuse. Komisches Gehäuse. Das passt. Den lassen wir mal so laufen. Auch ein bisschen einfach mal den Druck hochhalten. So, die anderen beiden PCs, die werden wir in den nächsten Folgen machen. Und das wird ein bisschen mehr Arbeit. Wir müssen hier die Wasserkühlung einbauen. Wir müssen hier einen Lüfter einbauen, einen Case-Lüfter und den neuen Ryzen. Da freue ich mich drauf, aber das gibt es in der nächsten Folge. Daumen nach oben! Würde mich mega, 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 mega freuen. Würde auch mega helfen. Teilt den Kanal für eure Freunde. Sehr, sehr geil. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
euer Bloody LP.